Und willkommen zurück zur sechsten Folge Demon's Souls. So, in der letzten Folge haben wir hier, haben wir uns ziemlich gut, muss ich sagen, jetzt durch das Gebiet durchgekämpft und haben jetzt auch einen Shortcut, ich glaube, zum ersten Boss aufgemacht. Den sehen wir aber erst am Anfang von dem Gebiet. Also da ist der Shortcut, das war, ist halt das Riesentor dort. Das ist jetzt offen und wir müssen mal schauen, ja, wie wir da am besten jetzt hinkommen. Vielleicht geht es ja jetzt da gleich raus und ja, zum Boss. Hier haben wir übrigens mit dem Drachen gespielt. Können wir uns auch nochmal hier schnell das Zeug holen. Ich weiß gar nicht, warum der Drache jetzt eben herkommt. Okay. Warum kommt der Drache nicht mehr? Ist jetzt vielleicht am Anfang, dass der dort auf uns wartet. Ich hoffe nicht. Machen wir das Bildmachgerät an. Aber dann können wir nämlich, wenn der jetzt am Anfang sein sollte, dann könnten wir vielleicht noch den Rest hier snacken. Ah, er ist immer noch da. Okay. Weil hinten liegt noch ein bisschen Zeug. Da müssen wir extrem schnell sein, damit wir das Zeug aufsammeln können. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch da bleibt. Ich hoffe mal nicht, weil der hat noch Loot. Oh nee, oder? Sieht so aus, als wenn er nicht mehr kommen würde. Scheiße. Okay, vielleicht haut er noch im Laufe des Spiels ab. Oder wenn wir vielleicht zum Boss gehen oder so. Ich weiß es nicht. Wo sind wir jetzt? Nachricht lesen. Vorsicht, Gegner weiter vorne. Aha. Versuche es mit Rollen. Hier sterben überall die Leute. Die Blutrache sind übrigens, glaube ich, die Phantome. Die halt dann sterben, also an der Stelle. Hey, man hat hier kein Radar, wo man sieht, wo die Gegner sind. Och. Ich visiere einfach mal ab und zu in den Raum rein. Ab und zu. Wie sieht da niemand an? Oh, die Flammenmenschen. Okay. Seele eines unbekannten Helden. Halte Ausschau nach Gegenstand. Okay. Ja, das wird diese gewesen sein.
Ah, jetzt können wir schauen, dass die. Ja, genau, da ist Boss Raum. Boss. Genau. Der wird jetzt, denke ich mal, hier unten dann irgendwo rausgehen. Da war doch eh noch so eine verschlossene Tür auf der rechten Seite. Da werden wir wahrscheinlich hier rauskommen. Darf nur nicht zu übermütig werden. Meide stürzen. Ja, ich glaube, wenn es hier runter geht, dann bist du halt einfach mal lost. Schauen wir, was wir wieder für Fallen eingebaut haben auf dem Weg nach unten. Da ist was, oder? Ja, ich doch. Ach, der trifft mich aber auch gleich. Herr Saftsack. Komm, wir nehmen mal eins. Wir haben eh gut Medizin im Über... Also... Gut Medizin, muss ich sagen. Ah, genau. Hier ist der Shortcut. Jetzt muss ich übermütig werden. Schauen, ob hier noch irgendwo Gegner in der Ecke rumkrauchen. Teilweise ist es auch ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Vielleicht kann ich es ein bisschen heller stellen. Genau. Und machen wir mal auf. Hebel. Wir hebeln den Hebel. Heftiger Scheiß. Anfang vom Level und hier ist der Shortcut zum Ende hin. Okay. Und da ist Bossraum. Oh, ich traue mich gar nicht reingehen. Will mal schnell was ausprobieren. Raus, raus, raus. Brandbombe. Okay, wir probieren das einfach. Scheißegal. Ich hab Angst, Leute. Dämon besiegt! Du erhältst eine Dämonenseele. Du hast den Körper wiedererlangt. Bring mehr Seelen, Dämonentöter. Oh! Okay, er war jetzt nicht schwer. Ja, da gedacht, ich arbeite vielleicht mit Brandbomben, weil mir vielleicht meine Magie nicht reichen wird. Ich habe halt noch gar nichts, wo man irgendwie Magie auffüllen kann. Ich nehme auf jeden Fall mal alles mit. Okay. Puh, erstes Gebiet eigentlich durch, außer das mit dem Drachen. Ärgert mich jetzt, dass wir das nicht komplett geholt haben. Aber vielleicht funktioniert es ja, weil der Drache vielleicht nur kommt, wenn noch Gegner dastehen.
Vielleicht triggern wir den so. Ich weiß es nicht. Leiche untersuchen. Hartsteinschärfe. Kalkstein berühren. Ja, den müssen wir auf jeden Fall mal berühren. Kalkstein berühren. Ah, okay. Pfad des Herrschers. Tore von Boletaria. Der Nexus. Ah, da kommen wir zurück. Okay. Ich wollte mal schauen, geht's hier hinten jetzt weiter? Wir gehen auf jeden Fall zurück in den Nexus dann, aber ich wollte einfach nur mal schauen. Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Pfad des Herrschers. Nope. Ich gehe mal zurück. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir unsere Seelen jetzt schon, ob wir jetzt leveln können. Aber wenn wir jetzt den Keilstein berührt haben, sind jetzt die Gegner da oder muss ich die direkt resetten? Na, die Gegner sind nicht da. Ja, das schaut schon geil aus hier mit dem... mit dem Speer hier. Das schaut schon heftig aus. 4400 Seelen, da können wir bestimmt ein bisschen was machen, levelmäßig. Gibt's hier sonst noch irgendwo was? Ich will nichts übersehen, Leute. Hier brennt bloß alles. Aber so liegt hier nichts mehr. Okay, wir gehen mal. Was haben die denn alle für komische Hüte auf? Keilstein berühren. Wir gehen mal zurück zum Nexus. Heftig, es war bloß ein so ein blöder Stein. Also so ein Keilstein in dem ganzen Level. Willkommen zurück. Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. Okay, der Gewaltige. Aber was kann sie hier? Was kann sie reden? Der Gewaltige erwartet euch oben. Okay, ja, gehe schon. Ach. Und auf die rechte Seite rüber, Mensch. Ich hoffe, dass wir jetzt leveln können. Wir konnten ja gar nicht leveln jetzt hier bis zu dem Boss eigentlich. Vielleicht geht's ja jetzt, hä? Aber ich merke schon, Magier ist schon cool, aber... ja, ich weiß nicht, ich bin eher Nahkampf. Aber mal schauen, vielleicht wird er noch geil. Vielleicht können wir noch irgendwas machen mit... mit der Belastbarkeit und so, dass wir vielleicht ein bisschen auf Nahkampf gehen könnten. Aber wir werden sehen. Wo ist der Gewaltige? Der geht noch weiter hoch. Alter Schwede. Nicht, dass wir jetzt aber hier einer... oh, was ist hier alles? Ah. Wir müssen nachher... warte mal, wir gehen mal eins runter. Aber hier geht's ja gar nicht mehr. Ne, hier ist nichts mehr. Hier geht's da lang. Warte mal. Weil da unten liegt nämlich was. Ah, genau. Es Empfermeer Augenstein. Was ist das?
Belegt in Seelengestalt den Körper wieder. Belebt in Seelengestalt. Ach so, wir können dann menschlich werden. Okay. Das tun wir erstmal weg jetzt. Das weg, das weg. Okay, dankeschön. Aber der nächste ist schon cool gemacht eigentlich. Okay, wo waren wir jetzt? Wir müssen da lang. Ich verlaufe mich hier noch. Hä? Wir müssen nach oben. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Hä? Oder müssen wir dahin? Links. Der Gewaltige. Dann geh mal links. Aber hier geht's aber so runter. Links. Das ist der Weg. Oh, keine Ahnung, Leute. Das ist der Weg. Da werden wir schon einfach komplett verlaufen hier oben. Tor zu Phantoin berühren. Oder Phantoin. Aber mach das einfach mal, keine Ahnung. Halte auch schon nach Leichnam. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Ich weiß nicht, was das ist, Leute. Das ist irgendwie so eine Zerstörer der Welt. So ein Ranglistending hier, oder wie? Alter Schwede. Okay. Ja, was muss ich jetzt hier machen, Mensch? Achso, hier ist nochmal so ein Ding. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist, weil ich weiß es nämlich nicht. Ich schätze irgendwie so ein Ranglistensystem oder so. Ich gehe jetzt hier da rein. Okay. Er wollte mir doch nächstes erklären. Wie geht denn das jetzt?
Die rennen wieder komplett verplant rum. Nachricht lesen. Ja, das ist der Weg. Weiß ich schon. Aber redet jetzt einer mit mir hier mal. Jetzt gehen wir zu ihr runter und schauen mal, ob das jetzt vielleicht schon gepasst hat. Dann sagt sie wieder, ich muss hochrennen, 100 Pro. Dann gehen wir hier hin. Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. Ihr habt keinen Plan, oder? Der Gewaltige erwartet euch oben. Dann gehen wir nochmal hoch. Warte mal, hier ist auch noch ein Tor, oder? Nee. Das ist der Weg. Links. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Die Person ist nützlich. Das haben wir schon gemacht. Das heißt, ich muss irgendwie noch weiter hoch. Das ist der Weg. Hier ist nichts. Kein Plan, bitte. Tor zu Pentium drin. Ist doch nix. Alter, die sehen aus heftig. Irgendwas mache ich hier falsch, aber ich weiß nicht was. Rang 1. Bin ich, oder was? Das sieht so aus wie
Ich zuletzt gespeichert. Okay, ich habe keinen Plan heute. Dafür muss ich eine Geste machen. Gut. Okay, ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Damit beenden wir auch die Folge und ich schaue mal offscreen, was ich hier machen muss. Wenn ich es rausgefunden habe, werde ich es euch zeigen. Gut, Leute, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.